Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Es soll nichts anderes sein als von Deep Silver und Idyllic Entertainment The Whispered World. Ein wunderschönes Point-and-Click-Adventure-Spiel. Ja, ich habe es natürlich auch schon durchgespielt. Ganz klar, das sieht man ja auch hier laden, ne? Weiterspielen, nein. Aber ich wollte es einfach mal aufnehmen für euch und euch das Spiel auch so ein ganz klein bisschen näher bringen. Weiß der Himmel. Ich hoffe, das klappt alles so, wie ich mir das vorstelle mit dem Spiel. Es ist auf jeden Fall eins der schöneren Point-and-Click-Adventure-Spiele, wie ich es so finde. Und ja, ich würde sagen, wir machen ein ganz neues Spiel und schauen mal, was so passiert. Es wird dich vielleicht traurig machen, das zu hören, aber dies hier wird die letzte Geschichte sein, die ich dir erzähle. Ich weiß, du hörst gerne lustige Geschichten mit fröhlichen Menschen und einem Happy End, aber ich habe keine Kraft mehr dafür. Was ändert es, wenn ich dich belüge? Meine letzte Geschichte also spielt in einem fernen Land, das im Begriff ist zu sterben. Sie beginnt im Herbstwald. Es ist die Geschichte von Cedric, dem traurigen Clown. Cedric schläft unruhig, wie jede Nacht. Dabei weiß er noch gar nicht, dass er innerhalb von wenigen Tagen die Welt zerstören wird. Ja, und das ist natürlich Cedrics Aufgabe. Cedric soll die Welt zerstören. Armer kleiner Cedric, süßer kleiner Cedric. Ein Cedric, der mich fertig machen wird, weil es ist schon verdammt lange her, dass ich das Spiel zum letzten Mal gespielt habe. Keine Ahnung. 4 Jahre? 4 Jahre bestimmt. Cedrics Traum. Ein Albtraum. Ganz ruhig, mein lieber Cedric. Alles wird gut. Alles wird gut. Was für ein Albtraum. Jede Nacht ist es dasselbe. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich das letzte Mal richtig geschlafen habe. Spot? Wo ist Spot bloß? Er begrüßt mich doch sonst jeden Morgen. Ja, Spot ist wohl unterwegs, mein Freund. Spot ist nicht bei dir. Ja, Kapitel 1, der Herbstwald. Jetzt stehen wir hier mit unserem kleinen Clown und können allerhand untersuchen. Natürlich gibt es auch hier Hilfestellung. Ich weiß es gar nicht. Ah, ja, auf der Space-Taste. Habe ich jetzt einfach nur mal angeklickt, um euch zu zeigen, was wir uns hier alles angucken werden. Und werde ich sicherlich das eine oder andere Mal auch zur Hilfe nehmen. Schauen wir uns doch mal die Kerze an. Ben sagt, diese Sorte Kerzen brennt ewig. Ich sage, sie macht sich nur was vor. Ja. Da hast du wohl recht, mein Freund. Könnte ich die Kerze wieder anklicken? Puste sie mal aus. Kleine Flamme der Hoffnung. Wofür kämpfst du so tapfer? Am Ende wirst auch du erlöschen. Oh, Cedric, sei nicht immer so pessimistisch. Autsch, verflucht, das gibt bestimmt eine Brandblase. Warum bin ich nur immer so ungeschickt? Ja, unser kleiner Clown ist tatsächlich ein kleines ungeschicktes Irgendetwas, aber ein süßes ungeschicktes Irgendetwas. Es ist deprimierend. Ich habe kaum eigene Sachen. Sie passen alle in diese Schublade. Ja, das ist nicht viel, mein Freund.
Ich habe eine Abmachung mit Ben. Er spuckt mir nicht mehr in meine Schublade und ich male seine Gumminase nicht mehr schwarz an. Okay, das ist eine gute Abmachung. Das solltest du auch beibehalten. Aber wieso kann ich das so schlecht anklicken hier? Wie, ist da nichts drin? Ich dachte, da ist... Nö, er macht sie einfach nur auf und wieder zu. Na gut, dann eben nicht. Das ist Bens Ersatzmütze. Er trägt sie nicht mehr so gern wie früher. Sie hängt ihm zu schlaff nach unten, seit mir das Stärkepulver ausgekippt ist. Das Stärkepulver... Ach so, er hat keins mehr. Alles klar, verstehe. Unsere Zirkuskleidung ist spuckeabweisend. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man in größeren Städten auftritt. Na, das scheint ja euer Auftritt richtig gelungen zu sein. Ich komme nicht ran. Aber Ben will sowieso nicht, dass ich seine Mützen trage. Er sagt, sie hängen danach immer so jämmerlich nach unten. Das liegt daran, dass du ein kleiner deprimierter Clown bist. Bommeln, Halskrausen, Glöckchen... In einem Kartoffelsack würde ich mich weniger schämen. Jetzt stell dich mal nicht so an, weil das ist halt dein Beruf. Unsere Zirkus... Das hatten wir, ja. Ich glaube, dass... Ich komme nicht ran. So genau. Ein Pech. Guck mal, hier Wäsche mit Teddybäraufsatz. Das ist super. Papierfetzen. Was ist denn das? Was ist das noch gleich für ein Zettel? Ach, stimmt ja. Auf diesem Zettel hat mir Ben aufgezeichnet, wie der Kanonenrohrtrick funktioniert. Das ist so unfair. Sogar zeichnen kann er besser als ich. Tja, was soll ich dir sagen? Ich, Kanone, Pfropfen, Fallschirm und Bombe. Okay. Eine kleine Bombe oder etwas Schwarzpulver reicht schon aus. Einfach in die Kanone stopfen und anzünden. Der Rest wird schon. Das steht da wirklich... Der Rest wird schon. Das darf doch alles nicht wahr sein. Ich finde. Das soll wohl ich sein. Ben hat vergessen, den Ausdruck von Entsetzen in mein Gesicht zu zeichnen, während ich hunderte von Metern in die Luft katapultiert werde. Ich finde die Texte, die sie dem gegeben haben, sind toll. Der Pfropfen wird vorne in das Kanonenrohr gesteckt. Nur so wird genug Druck aufgebaut, um mich hunderte von Metern in die Lüfte zu katapultieren. Au Mann, wie ich diesen Trick hasse. Ja, also die Texte, die sie sich haben einfallen lassen, um diesen Clown darzustellen, die sind einfach grandios. Das Wichtigste ist ein stabiles Kanonenrohr. Dem Kanonier soll ja nichts passieren, wenn er mich in die Luft sprengt. Richtig, so ist das. Ein Fallschirm soll dafür sorgen, dass ich mich bei der Landung nicht verletze. Na, dann kann ja nichts mehr passieren, hä? Okay, kannst du das mitnehmen oder so? Kannst du gar nicht, ne? Wie komme ich jetzt? Ah, hier komme ich da raus. Halt, komm, Pfeil. Gib mir den Pfeil. Dann schaut dir doch mal bitte den Herd an. Unser alter Ofen. Die Klinke ist abgebrochen. Oh, das ist doof. Da kannst du ja nichts mehr reinsetzen. Um ein Feuer zu entfachen, müsste er erst einmal offen sein. Ja, da hast du recht. Leider ist die Klinke abgebrochen. Leider aber auch. Das ist zwecklos. Die Klinke ist abgebrochen. Aber da ist ein Loch im Ofen. Warum das denn? Ach ja, das kaputte Ofenrohr. Komisch, wie man so funktioniert. Seit die Klinke abgebrochen ist, meckere ich nachts immer über die Kälte. Dabei habe ich ganz vergessen, wie ich vorher immer über den Rauch gemeckert habe. Hauptsache meckern. So ist das im Leben. Das müsste bestimmt mal durchgepustet werden. Aber das sollte jemand machen, der größer ist. Und kein Asthmatiker. Und jemand, der keine Angst davor hat, an einer Rußvergiftung zu sterben. Jemand anderes halt. Das ist immer gut. Lass es immer die anderen machen. Wenn mein Arm doch nur länger wäre und dünner und zwei weitere Ellbogen hätte, dann könnte ich hineingreifen und den Ofen von innen öffnen. Ist eine gute Idee. Bärenkralle. Ich habe mal eine Liste mit meinen wahrscheinlichsten Todesarten begonnen. Die Bärenkralle ist auf Platz 212, 217 und 321 bis 29. Ja. Von einem toten Bären erschlagen zu werden, ist bestimmt gefährlich. Ich kaue nur meine eigenen Fingernägel. Okay, ich kaue gar keine Fingernägel. Ich hoffe, jeder andere tut das auch nicht. Das ist nämlich nicht gesund. Oh, das haben wir genommen. Können wir im Inventar? Jawolla. Bärenkralle. Ja gut, da würde er wahrscheinlich wieder nur das Gleiche sagen. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Ach, herrlich. Sedgwick, du bist super. Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Besser, du überzeugst mich. Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Ja, genau, genau. So ein platter... Flukati ist bestimmt gefährlich. Der Teppich sieht zwar flauschig aus, aber ich fasse ihn lieber nicht an. Ich will nicht nach totem Bär riechen, wenn ich in den Wald gehe.
Wieso willst du überhaupt in den Wald? Und ich würde den Flokati auch nicht anfassen. Dieser Teppich erinnert mich an einen der grundlegendsten Mechanismen unseres Lebens. Ganz egal, was du erreicht hast, egal wie groß deine Pranken und wie scharf deine Zähne sind, du kannst immer noch als Fußabtreter für eine Gruppe Zirkusclowns enden. Das hat er doch gerade schon mal gesagt, oder? Hallo? Bist du wirklich tot? Oder schläfst du nur? Er schläft nur, Sedgwick. Man kann sich da gar nicht sicher genug sein. Ja, genau. So, dann fass mal den Bärenkopf an. Tust du das? Aha! Er schlägt direkt drauf. Guck mal, einen Schlüssel. Aber wofür brauchen wir einen Schlüssel? Den hat Ben hier bestimmt versteckt. Er macht das nur, um mich zu ärgern. Er weiß genau, dass ich Angst vor scharfen Zähnen habe. Ich könnte meine Hand verlieren, wenn ich da reingreife. Hallo? Dann versuch's mit der Zunge. Bleib, wo du bist. Ich rette dich. Oder hole Hilfe. Ach Mann, was bin ich nur für ein elender Angsthase. Ja, und so wird das die ganze Zeit gehen mit unserem Sedgwick. Puh, ganz schön knapp. Das wird mir Ben büßen. Ich hätte dabei draufgehen können. Naja, vielleicht deine Hand, aber nicht gleich du als Ganzes. Ich glaube, sonst haben wir hier eigentlich alles, aber dass in der Schublade nichts drin sein soll, das glaube ich nicht, weil ich meine mich entsinnen zu können, dass wir noch einen Zettel irgendwie... Schau da mal rein. Da ist nur dieser blöde Merkzettel drin. Ben hat mir diktiert, was meine Aufgaben sind. Pure Schikane. Was soll's? Ich nehme den Zettel trotzdem mal mit. Vielleicht finde ich ja irgendwo ein Buschfeuer oder so. Gute Idee. Was steht denn drauf auf dem Merkzettel? Schau dir mal den Merkzettel genauer an. Ben hat mir für heute wieder eine Menge Aufgaben zugedacht. Warum bin ich überhaupt aufgestanden? Weil du... Hallo? Was ist mit dem Merkzettel? So, 5 Uhr aufstehen, 5.30 Uhr Probe beginnen mit bei Sonnenaufgang, 7 Uhr Spot füttern, 7.30 Uhr Publikum suchen, ach du Schande, 10 Uhr Kanonenrohrtrick proben, 12.15 Uhr Bruno waschen, 16.30 Uhr Wohnwagen aufräumen, ja, es wird Zeit, 19 Uhr was? Rülpsalphabet proben, oh, können wir das machen? Das fände ich toll. Und 21.30 Uhr schlafen gehen. Na, das klingt doch nach einem angenehmen Tag. Ein knappes Dutzend zusammengenagelter Bretter hängen hier an zwei schlecht verschraubten Scharnieren. Sie schützen mich vor wilden Bestien, Mördern und allen anderen Gefahren, die das Leben in freier Wildbahn bereithält. Oh, süße Illusion. Sedgwick, du bist der Hammer. Ben, bist du da draußen? Ob ich hier draußen bin, ist das zu fassen. Hockt die ganze Zeit im Wohnwagen und fragt mich, ob ich hier draußen bin. Hast du keine Aufgaben zu erledigen oder was? Ist ja schon gut. Ich komm ja schon. Na gut, dann mach mal die Tür auf. Ah, erstmal die Schublade zugemacht. Sedgwick, komm sofort her. Es ist schon hellichter Tag. Genau, ein weiterer fröhlicher Tag in der bunten Welt des Zirkus. Ja, so schaut's aus. Das kann sich schon ein bisschen in die Länge ziehen mit dem ganzen Spielchen hier. Gott, man hört Geschnarche. Liegt da nicht so faul rum. Was ist bloß los mit dir? Was soll schon mit ihm sein? Vielleicht ist er krank. Eine Seuche oder eine Lebensmittelvergiftung. Red keinen Unsinn. Wurmpilz? Die Blaupocken? Es könnte alles sein. Er hat Durst, Sedgwick. Das kommt dabei raus, wenn du deine Pflichten nicht erfüllst. Spot hält das aus. Er ist robust. Du wirst dich noch ganz schön umgucken. Raupen werden nicht alt. Und wenn man so mit ihnen umspringt, erst recht nicht. Gewöhn dich ruhig schon mal an den Gedanken. Du willst mich doch nur ärgern. Ich meine es ernst. Gib ihm besser was zu trinken. Ja, was auch immer, Ben. Los, komm mit, Spot. Wir finden dir was zu trinken. Und danach können wir vielleicht endlich was Sinnvolles tun. So ist das. Das ist unsere kleine Spot. Eine kleine Raupe, die uns ewig begleiten wird. Spot wirkt ein wenig hungrig. Hungrig, findest du? Komm, Spot, ich will hier weg. Lass uns ein wenig im Herbstwald umsehen, ja? Ach, wir können den kleinen Spot nehmen. Okay. Aber ich würde sagen, oh, was ist das denn für ein Schnarchtier? Ich gucke mich erstmal hier ein bisschen um. Schauen wir uns mal erstmal Ben an. Das ist mein Bruder Ben. Ich werde nie so gut jonglieren können wie er. Das sagt er mir bei jeder Gelegenheit. Hm, oh.
Hallo, Ben. Hallo, Schlafmütze. Wie oft muss ich dir eigentlich noch sagen, dass die Proben bei Sonnenaufgang beginnen? Ich kann nichts dafür. Ich habe so schlecht geschlafen. Schlecht geschlafen? Was soll das heißen? Doch nicht schon wieder diese Albträume. Das sind keine gewöhnlichen Albträume. Es wirkt alles so echt. Das Beben, die zerklüfteten Felsen. Himmel, Sedgwick. Jetzt reiß dich mal zusammen. Du bist ein Clown, ein Gaukler. Du sollst die Leute fröhlich machen und nicht deprimieren. Wir sind ein unglücklicher Clown, ja? Wann ist unser nächster Auftritt? Ach, wer weiß. Dieser Landstrich ist genauso leer gefegt wie die letzten, durch die wir gezogen sind. Die Menschen verlassen das Land. Sie haben Angst vor dem Ende. Kann ich jemand anderes den Clown spielen? Und was willst du dann machen? Eine Löwendressurnummer? Sieh es ein, Sedgwick. Du bist einfach nicht talentiert genug für die wichtigen Nummern. Du kannst nicht jonglieren, du kannst keine Torten werfen. Nicht einmal deinen Trick mit dem Kanonenschuss beherrschst du. Vielleicht habe ich auch einfach keine Lust auf hupende Nasen- und Furzgeräusche. Wir könnten doch auch anspruchsvolle Unterhaltung machen. Was denn zum Beispiel? Ja, da fällt mir allerhand ein. Wie wär's mit ein paar Gedichten? Ich habe ein paar Gedichte geschrieben. Oh, bitte. Verschon mich mit deinen Gedichten. Glaub mir, dieses verkopfte Gejammer braucht niemand. In dunkelster Nacht schleiche ich an den Spiegel. Ich blicke hinein und sehe den Clown. Je lauter er lacht, desto mehr wird mir übel. Oh, finstere Welt voller Schmerzen und Grauen. Tja, Sedgwick, und genau das ist der Grund, warum niemand dich mag. Wenn du schon etwas dichtest, könnten es wenigstens lustige Limericks sein. Limericks? In dunkelster Nacht schlich der Clown zum Spiegel sein Bild zu beschauen. Das Bild lachte frech, dem Clown wurde schlecht. Oh, finstere Welt voller Grauen. Okay, also keine Gedichte. Aber... Wie wäre es denn mit Theater? Wie wäre es mit Theater? Ha, Theater. Diese schwülstigen Angeber versteht doch kein Mensch. Weißt du, warum die Leute den Zirkus lieben? Weil sie dabei nicht nachdenken müssen. Ah, verstehe. Wenn jemand also auf der Suche nach einer richtigen Hohlbirne ist? Dann ist er bei mir genau an der richtigen Adresse. So ist es. Alles klar. Nee, warte mal. Schon gut. Die Idee mit dem Theater ist gestorben, aber... Treffer versenkt. Er ist nicht gerade der Intelligenzbolzen unser Bruder Ben, abgekürzt BB. Was hältst du von Philosophie? Was für ein Ding? Was könnte unterhaltsamer sein, als die Natur des Universums zu hinterfragen? Es bleiben zu lassen? Hast du noch so eine grandiose Idee? Irgendwas Intelligentes halt. Hör mal. Wir verdienen gutes Geld, ohne wirklich etwas herzustellen. Was könnte intelligenter sein? Du hast recht. Zirkus ist die einzige lohnenswerte Unterhaltungsform. Spar dir deinen Sarkasmus. Niemand mag bissigen Humor. Übe lieber dein Rülpsalphabet. Oder den Kanonenschuss. Oh, nee, das ist irgendwie böse. Ich glaube, meine Albträume haben etwas zu bedeuten. So ein Unsinn. Träume sind nichts weiter als ein Rückzugsort für Versager. Es ist dasselbe wie mit deinen Büchern oder deinen Gedichten. Es wird Zeit, dass dein Leben in der Realität stattfindet. Der Ernst des Lebens, klingelt da etwas? Geht es dabei um bunte Bälle und Clownsschminke? Mann, Sedgwick, du bist echt anstrengend. Wach endlich auf und mach dich nützlich. Na klar doch. Gibt es etwas zu tun? Hast du etwas schon wieder vergessen, was deine Aufgaben sind? Du hast es dir doch extra aufgeschrieben. Ach das, das meine ich nicht. Ich würde gerne etwas Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen. Etwas Bedeutungsvolles. Nicht diese deprimierende Alltagsroutine. Je früher du damit anfängst, desto eher kannst du... Hey, verdreh nicht so deine Augen, junger Mann. Pflicht ist Pflicht. Du könntest damit anfangen, Spot etwas zu trinken zu geben. Ja, das werden wir wohl tun. Bis später. Ja, bis bald. Und denk dran, immer lachen. Immerhin bist du ein Clown. Und wie, wir lachen ständig, mein Freund. Das ist mein Bruder Ben. Ich werde nie so gut jonglieren. Das hatten wir. Ich wollte eigentlich den Wohnwagen. Warum sollte ich es mir schönreden? Mein Zuhause ist morsch. Da hast du wohl recht. Schau dir mal den Eimer an. Das Wasser sieht ausgesprochen trübe aus. Halt, nein, das ist nur mein Spiegelbild. Oh, okay. Das wird er uns wohl öfters sagen. Trink doch was. Ich bin nicht durstig. Zumindest nicht genug, um davon zu trinken. Darin wurde immerhin Opas Hose gewaschen. Oh, ja, Opas Hose, das kann nicht gut sein. Ich wasche sein. Meine Hände später. Irgendwie alles klar. Habe ich die Vermutung, dass ich sie mir heute noch öfter schmutzig machen muss. Das könnte passieren. Pass auf. Mir kommt da so ein Ding. Nimm mal den Spotty und steck ihn in den Eimer, damit er was trinkt. Es wird nämlich Zeit, so, der keucht die ganze Zeit. Es wird Zeit, etwas zu trinken.
Hopp! Geht doch! Oh, süß. Mahlzeit. Und schon haben wir hier oben das Spot-Menü, in dem wir Spot einfach dünner machen können oder dicker machen können. Wenn er dick ist, ist er natürlich auch gleichzeitig schwerer. So ist das. Schau dir mal Opas Hose an. Das ist Opas Hose. Wenn seine Geschichten stimmen, dann hat sie schon die ganze Welt gesehen, ihm mehrfach das Leben gerettet und einen Krieg angezettelt. Oh. Darf ich mir etwas von der Wäsche mitnehmen? Rate doch mal. Ich tippe auf Nein. Bravo, du hast es erfasst. Und jetzt mach dich endlich nützlich. Danke, Ben. Danke, Ben. Du bist immer so toll. Warte, ich klaue sie mir trotzdem. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder dreckig. Ja, ist ja gut, Ben. Jetzt sei nicht so sarkastisch. Hier ist noch ein Wohnwagen. Gucken wir uns doch mal das Zugtier an. Bruno schläft fast den ganzen Tag. Nachts muss er unsere Wohnwagen durch dunkle Wälder ziehen. Ich wette, er hat nie Albträume. Nö, der ist ja auch... Andererseits, vielleicht ist auch diese Welt hier sein Albtraum. Ja, die ganze Nacht Wohnwagen zu ziehen. Bruno? Schade, er schläft. Er ist der Einzige in der Familie, der mir zuhört. Oh, ist das so? Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir hat er seine Arbeit für heute schon erledigt. Natürlich, Ben. Was immer du sagst, Ben. Eine Falle. Die Feuerdrachenfalle ist schon wieder leer. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Das heißt, wir brauchen Noai-Eier. Du, Opa, haben wir noch Köder für die Feuerdrachenfalle? Leider nein. Ich habe die letzten Noai-Eier für ein Omelette benutzt. Die Falle ist leer. Und das ist auch ganz gut so. Feuerdrachen sind fliegende Brandherde mit einer Tendenz zur spontanen Selbstentzündung. Unnötig zu erwähnen, dass Spot ganz vernarrt in die Dinger ist. Ah, also brauchen wir Feuerdrachen, die Spot essen wird. Aber ich würde sagen, 20 Minuten, das sollte reichen pro Folge. Ja, ich werde mich wieder von euch verabschieden pro Folge. Und das werde ich auch dieses Mal in diesen Let's Plays wieder beibehalten. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Und in der nächsten Folge werden wir weiter mit Opa reden, uns den Wohnwagen angucken und alles weitere, was es hier noch so gibt. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und vor allem gesund. Und bis demnächst, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!